Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever hier in unserer kleinen Stadt Röwitz. Ja, wir sind momentan auf einem ganz guten Wege, müssen noch ein bisschen optimieren, aber nur ein kleines bisschen, denn heute möchte ich die Folge eigentlich mal so auf ein bisschen, sagen wir mal, auf ein bisschen Streckenführung weiter erweitern. Und ich sehe gerade, hier hinten ist die Hölle los in Bosenbach. Was ist da los? Hä? 40 Leute stehen sich hier, oh mein Gott, 40 Leute. Und hier dann auch nochmal 21, die Haltestellen sind voll. Wie kann denn das passieren? Ja, wahrscheinlich, weil niemand geholt wird. Jetzt schauen wir mal hier in den Bosenbach-Transfer rein, was denn hier so geht. Und wir sehen hier, der macht ganz gut Gewinn, aber wir brauchen da dringend neue Busse, die uns hier die Leute wegkarren. Hier müssten wir müssten allgemein mal auf die Straße gucken. Warum auch immer mir auf der Straße auch Züge anzeigen, ist mir ein Rätsel. So, denn ich möchte jetzt heute noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar möchte ich versuchen, den Takt von unseren Fahrzeugen ein bisschen zu erweitern, indem ich einfach neue Fahrzeuge auf die Linien schmeiße. Jetzt ist natürlich die Sache, also erstens, wir haben heute zwei Sachen vor. Wir wollen auf einen Schlag mal ein bisschen die Fahrzeuge verbessern. Und auf dem anderen wollten wir mindestens noch zwei neue Anbindungen an die Zuglinie erreichen. Und jetzt ist aber gerade meine Idee, wir könnten nur die neuen MAN kaufen. Wäre auch cool, würde sich auch rentieren. Dazu möchte ich aber die hier nicht verkaufen. Das heißt, ich schmeiße jetzt einfach die Fahrzeuge, die jetzt eh schon Probleme machen, auf eine andere Linie und setzt einfach die neuen MAN da ein. Das heißt, wir schicken jetzt die Fahrzeuge, die jetzt ohnehin zum Beispiel hier schon fahren, auf die Eisenverarbeitung. Dann können wir da den Takt hier ein bisschen runterkillen. Ja, und in dem Fall können wir dann hier noch sagen, wen haben wir hier noch? Das ist die Eisenverarbeitung tatsächlich sogar. Oder? Ja. So, dann kriegen wir nämlich den Takt auch über 80 Sekunden runter. Dann fahren hier nämlich auch deutlich mehr Fahrzeuge. So, 86, perfekt. Jetzt haben wir hier natürlich bei der Beretta-Verarbeitung gar niemanden stehen. Und da nennen wir jetzt einfach mal zwei und schicken den mal da drauf. 7 Minuten dauert mir definitiv zu lang. Nochmal zwei. 3 Minuten. Nochmal zwei. 137 Sekunden, wenn wir noch einen kaufen. Okay, wird schon viel besser. 103 reicht mir, ja, einfach damit hier der Takt noch ein bisschen angesteigt und damit hier insgesamt ein bisschen mehr Geld auch reinkommt. Die Koksverarbeitung, wie machen wir das denn mit der Koksverarbeitung? Wir könnten hier natürlich jetzt noch hergehen und die da von der Koksverarbeitung wegziehen und einen auf die Kohleverarbeitung setzen. Und den anderen auf die Kohle-Koks-Verarbeitung. Da haben wir nämlich die Linien auch ein bisschen besser. Und dann schmeißen wir nämlich hier jetzt einfach nochmal zwei. Machen wir mal zwei MAN. Probieren wir es einfach mal aus. Auf die Koks-Verarbeitung weiß. Koks-Verarbeitung, wie sich das anhört. Ja, damit ist aber natürlich nicht die Droge gemeint, ja. Alle, die sich das jetzt fragen. Ja, wenn wir da 4 Stück einsetzen, sind wir da auch gut dabei. Ich möchte einfach diese Linien noch lukrativer haben, als es ohnehin schon sind. Zum Großteil funktioniert das ja perfekt hier. Hier haben wir unten Stahlverarbeitung. Das ist auch ein Graus eigentlich. Die könnte die Rohölverarbeitung ein bisschen verstärken. Wo haben wir sie? Rohölverarbeitung. Ist es Rohöl? Ja. Und den letzten auch noch auf die Rohöllinie und dann kaufen wir da nochmal ein paar Fahrzeuge ein. Rohöl. Gott, da haben wir den Takt nämlich auch auf 60 Sekunden erhöht. Jetzt brauchen wir aber noch zwei Fahrzeuge dafür. Oder wahrscheinlich mehr Fahrzeuge. Vermute ich jetzt einfach mal. Na komm, wo ist das Depot? So. Warum zeigt er mir hier jetzt nur diese Straßen? So, alles klar. Okay. Kaufen wir mal ein bisschen ein. Auf die Stahlverarbeitung soll der Ding gehen. Auf Schwarz. Wunderbar. Brauchen wir natürlich doch mehr von. Und 102 Sekunden. Jetzt kaufen wir noch einen, dann ist gut auf der Linie.
So, 85 Sekunden Takt ist okay. Die werden sich mit Sicherheit noch einfahren. Da können wir aber jetzt dann locker flockig einfach neue Fahrzeuge dann draufjagen. Jetzt lassen wir das Spiel mal kurz laufen. Und sehen hier, wie unsere LKW-Armee losdampft. Ja. Da haben wir so eine richtige Kolonne geschaffen. Das schaut aus wie ein Militärkonvoi, wenn ihr mich fragt. So, hier an der Kreuzung staut sich's ein bisschen. So, kleines Bildchen gemacht. Okay, und die Jungs sind jetzt gerade auf dem Weg rauswärts und ihr seht schon, das staut jetzt hier sich durch die gesamte Stadt. Also wir erzeugen hier gerade einen Mörderstau, bis die endlich rauskommen. Also quasi hier auf die große, ich möchte jetzt nicht Autobahn nennen, aber sagen wir mal auf die Schnellstraße. Und da sind die dann ganz flott unterwegs, hoffentlich. Jetzt können wir hier nochmal gucken, wie viele Güter haben wir denn hier? 3. Das sollten die Jungs aber locker flockig abkönnen, die Güter hier mitzunehmen und rauszubringen. Das, denke ich mal, sollte kein großes Problem sein. Und unsere anderen Fahrzeuge sind natürlich jetzt auch wild am Verteilen und am Umstrukturieren, was wir ja eigentlich von Haus aus wollten. Und damit könnte es natürlich sein, dass hier die Gesamtproduktion einfach auch ein bisschen ansteigt. Weil das ist ja auch schon so ein bisschen graus gewesen, dass das nicht so ganz funktioniert. Jetzt haben wir natürlich sehr viele Fahrzeuge, die sich erstmal generell verteilen müssen, um hier mit den Gütern auch zu hantieren. Das heißt, wir erzeugen hier gerade so einen minimalen Stau, bis da hier endlich mal alles läuft. Ich sehe auch gerade, dass hier schon viele Güter unterwegs waren, die auch wieder abgeholt wurden von dem hier. Der hat 4 Stück dabei. Ist jetzt nicht die Welt, aber für den Anfang auf jeden Fall schon eine feine Sache, dass der hier 4 Güter raushaut. Und ich sehe gerade, die Produktion steigt tatsächlich sogar an und wir verdienen hier auch ein bisschen was an Geld. Und wenn die Fahrzeuge sich jetzt hier noch ein bisschen verteilt haben, dann haben wir hier auch nicht mehr so diesen Stau auch hängen. Also mal gucken, wie schaut es hier aus. Auch ziemlich okay. Jetzt haben wir hier auf der Straße fahren auch noch sehr, sehr viele Freunde von uns. Die würde ich ganz gerne auf eine schnellere Straße setzen, damit es einfach ein bisschen reibungsloser auch klappt. Der sagt da hier nicht genügend Platz. Hier auch. Hier geht's aber angeblich. So. Und hier können wir gar nichts machen, oder was? Naja, ein bisschen verbessern können wir schon. Bremsen müssen sie so oder so, aber ich hoffe, somit verringern wir hier auch nochmal die Taktzeit ein kleines Stückchen. Gut, dann jetzt zurück zu unserem Hauptproblem, nämlich wir wollten hier nochmal schnell schauen, wie schaut es denn hier aus in unserer Zentrumslinie. Also die Delmenhorstbahn momentan ein bisschen unlukrativ unterwegs, auch die Neubiebergbahn ist nicht mehr ganz so gut, wie sie früher mal war. Ich fürchte, dass da eher das Problem an dem, ja genau, an dem Mitfahrenden ist. Das kann jetzt natürlich sein, weil ich eine neue Aufnahmesession auch begonnen habe, dass es erstmal wieder ein bisschen anlaufen muss. Das habe ich öfter schon gesehen, dass wenn man eine neue Aufnahmesession anfängt, dass es manchmal ein bisschen einen Knick gibt in dem, im finanziellen Bereich auch. Und dann erst wieder hochkommt, was jetzt uns aber noch erstmal tendenziell nicht so belastet. Hier kommen auch ab und zu Güter an. Tatsächlich, der verdient auch ein bisschen was. Nicht viel, da müssen wesentlich mehr Güter über die Linie kommen, dass hier auch Neubiberg tatsächlich auch mal ein Wachstum erreicht. Momentan kriegen die ja schon ziemlichen Bedarf an Gütern gedeckt, aber halt noch nicht so das Nonplusultra, was ich mir wünschen würde, was ganz cool wäre, wenn das klappen würde. Aber die liefern schon ganz angenehm, wenn es jetzt noch ein bisschen wächst, der ganze Ertrag, dann ist es okay. Jetzt gucken wir hier mal, die Hauptlinien hier sind ein bisschen, ich möchte jetzt fast sagen, dass irgendwas mit unseren innerstädtischen Linien nicht ganz funktioniert. Die haben alle einen super Takt, es stehen auch Leute rum, zumindest ein paar, aber wie schaut es denn eigentlich, wie schaut es denn in der Auslastung aus? 75% fahren angeblich mit uns, sagt er uns hier, aber irgendwas klappt hier nicht. Irgendwas funktioniert hier mit den Linien nicht. Und jetzt seht ihr, die haben gerade eben sich kurz vor Miese gehalten und jetzt machen die Gewinn. Ja, das heißt, es dauert ein bisschen, nachdem ihr ein Savegame ladet, nicht gleich in Panik verfallen. Auch hier kommen jetzt wieder wesentlich mehr Leute. Vielleicht ist das mal ganz gut, wenn man sowas zeigt, wie schnell aus einem irren Minus plötzlich ein Plus werden kann, ohne dass man irgendwas tut, sondern einfach das Spiel ein bisschen laufen lässt nach dem Laden.
Kann sein, dass es vielleicht wirklich daran liegt, wenn man lädt, dass der erstmal die Routen neu berechnen muss, die Leute wieder auf die Straße schicken muss. Das kann auch sein, dass er sich das nicht alles speichert und dann halt wieder eine quasi das alles bei Null anlaufen muss. Ja, ist möglich. Aber ich glaube, das läuft hier soweit relativ human. Jetzt ist die Frage, wir können Neubiberg, dadurch, dass hier jetzt Leute siedeln, tendenziell nicht mehr vergrößern. Ich würde es allerdings gerne vergrößern. Ich würde gerne hier noch eine Linie nach Kreuz Ebra raushauen und dann im weiteren Verlauf nach Löhne. Das fände ich jetzt zum Beispiel auch noch schön. Würden wir uns theoretisch auch leisten können. Wir müssten halt bloß hier unsere Hauptrouten komplett umbauen. Jetzt würde ich da ganz gerne warten, bis wir so auf ungefähr 2,5 Millionen sind, weil so ein neuer Bahnhof bauen, das kostet ein bisschen und auch die Folgekosten sind nicht zu unterschätzen. Reißen wir das Ding ab, steht hier niemand mehr. Und deswegen, das kann dann euch ein bisschen in den Keller werfen. Deswegen sparen wir jetzt mal ganz kurz auf eben 2 Millionen. Und wenn wir 2 Millionen erreicht haben, dann sollte sich das eigentlich ganz gut hinhauen. Und dann können wir nämlich hier hoch nach Kreuz Ebra erweitern. Löhne, Beck sehe ich hier hinten noch. Finde ich eine ganz schicke Route. Von Neubiberg aus können wir da richtig viel reisen, glaube ich. Und ich baue jetzt dann auch gleich mal einen richtig großen Bahnhof. Also ich möchte den Bahnhof richtig aufbohren. Ja, erstens auch um zu verhindern, dass hier hinten dann groß irgendwas passiert, indem hier wieder irgendwo zugebaut wird, weil die Stadt wächst, ihr seht das auch. Die Häuser werden hier in dem Fall auch tatsächlich immer größer. Hier ist ein Wohnhaus mit 23 Leuten drin. Auch hier nochmal. 1000 Dollar pro Quadratmeter kostet das hier. Natürlich schon ein ganz schöner Betrag, ja, den man da berappen muss. Immer der Geschäftsviertel, wie schaut es da aus? Einkaufsmöglichkeiten 56. Allgemein könnten wir mal ein bisschen in diese Übersicht reingucken. Die Stadt wächst jetzt natürlich, weil sie klar mit Gütern beliefert wird. Und wir werden dann natürlich auch da mal gucken. 85 sagt er uns, jetzt kann er abgeben. Hier wird aber nur 75 aufgenommen. Das heißt, er produziert ein bisschen mehr, weil das ist ja auch in Bewegung alles. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr Städte zum Anschließen. Denn wir könnten zum Beispiel Bosenbach mit Gütern versorgen. Wir könnten Delmenhorst mit Gütern versorgen. Wir könnten allgemein alle unsere Routen, auch Röwitz, mit Gütern versorgen. Da wäre dann die Idee, dass wir hier zum Beispiel auch irgendwo einen Güterbahnhof dann bauen und mit Güterbahn, also mit Güterwaggons zum Beispiel Röwitz anschließen und Delmenhorst, dass wir da so eine Gütertransferroute noch schaffen. Fände ich auch interessant. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Geld und jetzt muss ich mal kurz schauen, in unserem Bahnhof ist jetzt gerade niemand. Wir reißen jetzt mal hier ein bisschen ab. Das ist tendenziell auch immer relativ teuer. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Und jetzt müssen wir das tun, was man eigentlich niemals tun sollte bei diesem Spiel. Nämlich einen Bahnhof abreißen. Weil Bahnhof abreißen generell immer die blödeste Idee ist. Schade, dass man dann nicht einfach sagen kann, ey, machen wir mal einfach ein neues Gleis ran und gut ist. Und wir machen hier 240 Meter Bahn, glaube ich, der alte auch. So, da haben wir nämlich hier schon mal den alten Anschluss quasi dran. Will ich aber jetzt eigentlich gar nicht. Ich will, dass dieses Gleis hier an der äußersten Grenze sozusagen rausgeht. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen größer abreißen. Und auch da müssen wir natürlich bedenken, wir wollen natürlich auch gleich wieder mit Oberleitungen rausgehen aus der ganzen Geschichte. Und in dem Fall auch jetzt gleich mal mit Speedgleisen reingehen, auch wenn das in dem Fall jetzt noch nicht so unbedingt sinnvoll ist. Weil viel machen kann man da eh noch nicht. So, jetzt haben wir hier nämlich drei neue Gleise, mit denen wir hantieren können. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall auch noch Folgendes bedenken. Wir müssen hier schauen, dass wir an dieses Roundhouse irgendwie rankommen. Ja, das waren Speedgleise, super Idee, ey. Ja, komm. Okay, das ist zu weit so. Reißen wir das Ding nochmal ab. Wir schauen jetzt mal, ob wir das hier irgendwie halbwegs intelligent rausbekommen können. Ja, das ist alles nicht so ganz toll. Gar nicht toll. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich komme hier nicht anständig ran. Da ist der Bogen einfach zu
massiv hier. Da müssen wir uns jetzt mal irgendwas überlegen mit diesen Routen, weil das funktioniert jetzt so zum Beispiel gar nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt eine Idee, eine Möglichkeit. Wir müssen das Roundhouse komplett abreißen und neu setzen, weil wir einfach mehr Platz brauchen. In dem Fall haben wir den aber nicht. Das heißt, wir werden das Roundhouse in dem Fall noch irgendwo anders vielleicht mal anbinden, aber nicht mehr so, weil es einfach nicht möglich ist. Wir müssen hier in dem Fall bedenken, der innerste Ring ist unser ausschlaggebender Punkt, sozusagen. So. Den müssen wir nämlich jetzt ein bisschen länger ziehen, damit wir alle unsere Gleise anschließen können an das Ding. Damit wir auch unsere Züge auf alle unsere einzelnen Routen, die von Neubiberg ausgehen, damit wir die da auch drauf bekommen auf Dauer. Wenn wir es denn irgendwann mal schaffen, hier dieses Gleis irgendwann anzubinden. Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Naja, okay, dann probieren wir was anderes. Dann machen wir hier nämlich mal einen Bogen rein noch. Natürlich auch grandios, so wie das jetzt gerade nicht funktioniert. Probieren wir es doch mal anders. Wir müssen eh diese Straße abreißen. Das heißt, die ist in dem Fall jetzt gerade nicht wichtig. So, dann gehen wir mit dem Gleis hier auch wieder ran. Da kommen wir tatsächlich sogar jetzt rein. Mit dem Gleis kommen wir hier hin und können hoffentlich hier reingehen. Das ist jetzt hier unsere komplette Verteilebene für alle unsere Gleise. Und hier kommen wir auch ran. Das heißt, das Roundhouse hat sich jetzt quasi nur um eine einzige Drehung verschoben. Und das können wir jetzt hier noch mit ranbauen. Hoffentlich nicht. Okay, dann müssten wir jetzt hier viel, viel mehr abreißen. Wir machen das jetzt nicht. Ich baue hier einfach ein kleines Zugdepot hin. Das ist jetzt nicht schön, ich weiß. Aber es tut's in dem Fall. Und unsere Linien, können wir mal kurz gucken, sind jetzt hier noch nicht etabliert. Und jetzt sind sie wieder da. Okay, perfekt. Jetzt hat er irgendwie den Takt sogar ein Stückchen weit geändert. Das, glaube ich, ist aber noch quatschig. Wir schauen jetzt mal. Wir haben hier ein... Ich zeige das mal mit Farbe, bitte. Eisenbahn. Okay. Also, wir haben jetzt hier eine Route, die hier runterführt. Die geht an Röwitz sozusagen vorbei. Jetzt hätte ich die Idee. Wir könnten die Röwitzbahn beispielsweise jetzt auf das zweite Gleis legen, damit wir mit einem anderen Zug nach Vechelde hier hochkommen und von Vechelde auch weitergehen können. Kuhhorst zum Beispiel wäre so eine Idee, Spaltenhof und dann nochmal hier hinter, da könnten wir auch rausgehen. Das heißt, wir müssen aber natürlich hier nochmal kurz diese eine Linie anpassen. Das machen wir mal hier schnell. Signal noch hin, weil da muss eins her. Gut, okay. Könnten wir machen, dann müssten wir aber hier eh nochmal umbauen. Wollte ich aber auch sowieso, weil so wie sie jetzt hier momentan läuft, fährt die natürlich auch für selten dämlichen Mist. Das ist, gefällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht. Was aber auf jeden Fall machbar ist, wenn wir hier die ganz äußerste nehmen, um hier eine Verbindung nach Aurach zu bekommen und von Aurach nach Melkhof zum Beispiel hier rauszuwandern. Das wäre eine Idee. Steht da gerade Bruchtal? Brachttal, so rum, dann könnten wir natürlich das hier nutzen und die zweite Route würde jetzt quasi so weggehen, auf dem großen Gleis, hier rüber und wir müssen nach Kreuz Ebra, das möchte ich auch anschließen, da wohnt glaube ich sogar jemand, der hier zuschaut, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche, hat das mal jemand in die Kommentare geschrieben, wenn du das jetzt hörst, schreib doch mal, dass du in Kreuz Ebra wohnst. Kreuz Ebra. Kollision bei Terrain-Angleichung. Also da ziehen wir jetzt den Bahnhof ein bisschen nach unten. Beziehungsweise eigentlich ist das auch Blödsinn, denn wir wollen ja von Kreuz Ebra später auch noch nach Löhne rüber. Das heißt, wir schauen, dass wir den Bahnhof hier irgendwie so anschließen können, dass der hier ein bisschen vorbeigeht. Ist natürlich, ich weiß, ich brauche gerade keine Höhenlinien, weil ich weiß, dass das quatschig ist. Aber tatsächlich kann der Zug sogar überwiegend um die 200 rumfahren. Ist okay, auch wenn er hier in einem Bahnhof, also in so einem Tunnel mündet. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Ich weiß, auch viele haben natürlich auch noch gesagt, warum machst du denn immer gleich alles zweispurig? Das muss doch nicht sein. Mach doch mal einspurig, ist doch auch okay. Und mach mit Ausweich. Ihr habt auch recht. Bloß, ich plane solche Strecken normalerweise generell immer ein bisschen für später auch gleich mit. Und da weiß ich, dass solche Strecken als Hauptrouten rausgehen.
Das könnt ihr natürlich in dem Fall jetzt gerade im Moment nicht wissen, weil ich das für mich so entscheide. Wenn ich dann so spiele, denke ich mir immer, ah, das könnte mal eine Hauptroute werden. Und dann sage ich mir selber, wenn das eine Hauptroute ist, dann mal irgendwann, dann braucht die natürlich auch mehr Gleise. Ja, ist ja klar. Weil da gehen dann mehr Züge durch, da müssen eventuell auch andere Züge noch auf den Linien sozusagen drüber queren, ja, um dann auf ihren Bestimmungsort als irgendwie Nebengleis mal hinzukommen. Und dann, ich weiß das jetzt, wie gesagt, ihr natürlich noch nicht, weil ich es euch nicht gesagt habe, noch nicht zumindest, weil ich das halt so als spätere Planung dann sehe. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die ist mir natürlich auch klar, dass dann ihr euch fragt, warum mache ich das denn dann zweigleisig? Ne? Ist ja Quatsch, kostet ja nur einen Haufen gerade so Hochgeschwindigkeitsgleise, kostet ja einen Haufen Betriebskosten. Ich hoffe, das rentiert sich irgendwann. Momentan tut es noch nicht und auch der ganze Umbau kommt uns gerade sehr teuer. Wir können aber theoretisch diese Linie schon mal nehmen und von Neubiberg nach Kreuz-Ebra auf die Kreuz-Ebra-Bahn. So, das ist die Kreuz-Ebra-Bahn. Auch eine sehr schöne Linie, ja, möchte ich meinen. Geht so ein bisschen Richtung Hügel rauf. Also das ist auch deswegen vielleicht auch eine ganz gute Idee so. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwann mal gucken, wie das denn mit unseren Linien hier aussieht. Die scheinen relativ leer zu fahren momentan. Ich weiß nicht, ob das Problem da jetzt an den Hauptlinien liegt oder ob das eher so ein Ding ist. Normalerweise müsste doch auch innerstädtisch irgendwie das alles passen. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Auch der Neubiberg-Bosebach-Transfer bringt mir hier einfach viel zu wenig Gewinne. Deswegen schicke ich jetzt hier nochmal ein Fahrzeug mehr hin. Und da auch. Weil die Linien laufen auch mit 100 Sekunden noch gut, aber die andere, da stehen die Leute sich echt immer die Füße in den Bauch und da könnte man natürlich dann mit mehr Takt auch noch ein bisschen was rausholen. Ich zeige euch das nochmal. Hier, schaut her, da stehen viel zu viele Leute, die wollen alle mitfahren, können natürlich nicht mitfahren, weil die Busse auch immer voll sind. Wenn wir da jetzt zwei mehr hingeben, glaube ich, geht das ganz gut. Und die kommen ja auch hier irgendwann an. So, und vielleicht kommt dann irgendwann mal hier ein kleiner positiver Gewinn rein. Jetzt haben wir hier natürlich mega viel ausgegeben, ja. Gebäudeunterhalt, Straße, Eisenbahn ist okay. Betriebskosten. Die sind tatsächlich nicht wirklich viel gestiegen. Neue Fahrzeuge, Baukosten. Ist klar, dass wir hier Baukosten haben. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur ein bisschen abwarten. Manchmal gibt es so Phasen, wo halt einfach im Spiel auch weniger geht. Es ist natürlich eine Frage, ob das jetzt von uns verursacht wurde in Form von so kleinen Umbaumaßnahmen, wie wir sie jetzt hier an dem Bahnhof auch getätigt haben. Oder ob das ganz, ganz regulär so im Spiel gedacht ist. So. Aber wenn das funktioniert, so wie ich das jetzt plane, da haben wir hier natürlich Neubiberg einen riesengroßen Kopfbahnhof. Gut, so ganz Kopf ist er ja nicht, weil hier das Depot noch steht, aber ich nehme an, die Eisenbahner unter euch sagen, das ist trotzdem ein Kopfbahnhof, von dem hier alles rausgeht. Das ist quasi unser Oktopus, der seine Tentakel auswirft, ja, auf alle anderen Gemeinden außenrum. Und jetzt kriegen wir natürlich auch nochmal eine sehr schöne Geschichte, und zwar, hier kommen nämlich die Ten-Wheeler, ja, von TM, und die haben jede Menge Zeug, was sie transportieren könnten. Da können wir später nochmal gucken, wenn unsere alten Fahrzeuge dann auch durch sind. Wie schaut es vom Alter her aus? Neubiberg-Bosebach-Transfer ist eine Linie, die wir demnächst mal dringend modernisieren müssten. Ich hoffe, wir können uns dann irgendwann auch mal schönere Busse hier leisten, die vielleicht ein bisschen moderner sind. Ja, und dann müssen wir auch dringend nochmal durchlaufen und schauen, was da verbesserungswürdig ist. Aber jetzt habt ihr es gemerkt, hier war gerade auch ein richtiges Passagierloch. Jetzt langsam kommen die Leute wieder. Also so langsam.
das zieht sich ja jetzt auch im Augenblick. Aber auch die Neubibergbahn, hier warten immerhin schon über 30. Das ist okay, Delmenhorstbahn war immer ein bisschen drunter. Liegt auch vielleicht... Ja, ich weiß nicht, wo der Hase hier im Pfeffer liegt. Weil das passt irgendwie alles noch nicht so ganz. Gut, dass mittlerweile der Bosebach-Transfer wieder gut im Plus ist, lasse ich mir eingehen. Wie schaut es tendenziell so aus? Dass eigentlich nur die innerstädtischen Linien sind ein Problem. Alles andere läuft wie am Schnürchen. Selbst die großen Bahnlinien kriegen wir, glaube ich, nochmal hin. Wenn das natürlich so funktioniert, wie ich mir das denke, was ich hoffe, dann hätten wir natürlich die Möglichkeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Die teilen sich ein bisschen auf. Viele fahren mit uns mit. Nicht alle, aber viele. Das heißt natürlich, dass wir hier auch die Buslinien, die hier rausgehen, noch richtig fördern können. Okay, pass auf. Wir haben jetzt die Kreuz-Ebra-Bahn. Die möchte ich eigentlich erstmal regional betreiben. Da habe ich nämlich gesehen, wir haben hier die Kumpel. Die kosten 600.000 im Jahr, sind ein bisschen teuer in der Anschaffung. Schaffen 120, das reicht mir gerade dicke aus. 125 würden die schaffen. Die können aber 48 Passagiere hinnehmen. Wenn es nicht langen sollte, wir haben unsere Linie ja eh noch nicht ganz fertig, dann hauen wir da einfach nochmal einen drauf von der Güte. Und mit denen, glaube ich, ist da hier einiges an Geld nochmal zu gewinnen auf der Richtung Kreuz-Ebra. So, hauen wir den mal raus. Der läuft natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, unrentabel, könnte man sagen. Glaube ich, trifft es auch eigentlich ganz gut. Aber das ist ja jetzt, wir sind ja jetzt schon ein bisschen geldorientiert, aber natürlich wollen wir auch, dass unsere Leute hier in dem Fall sehr gut ankommen. Ja, okay, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen eigentlich nur Kohle machen und die Leute abzocken, wo es nur geht. Aber man muss ja auch ein bisschen an die Leute denken, damit die auch morgen noch mitfahren. So, ich glaube, damit sind alle Klarheiten beseitigt. Und was ich jetzt hier in Kreuz-Ebra machen will, ist mal so ein großes Busding. Ja? So eins, wo richtig viele Leute draufpacken. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Bahnhof hin. Zack, okay. So, jetzt mal ein kurzer Überblick. Deswegen lasse ich nur langsam laufen. Wir brauchen hier in der Landnutzung, hier haben wir tatsächlich alles, was wir uns wünschen könnten, wenn wir hier eine Ringlinie durchfahren lassen. Also möchte ich hier eine Ringlinie schaffen. Und da brauchen wir zwei Fahrzeugtypen und ich möchte diesmal eine Busringlinie machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ich weiß. Ist, um genau zu sein, schon ewig her. Aber ich finde, das kann man eigentlich immer mal machen. Deswegen mache ich hier jetzt überall so Doppelstationen hin. Ja, das war natürlich jetzt quatschig so. Immer an das Ende der Kreuzung setzen, habt ihr auch damals schon super oft gesagt. Macht das immer ans Ende. Ich habe gesagt, ja, ich hab's vor und hab's nie gemacht. Warum auch immer ich das... Ich sollte einfach mehr auf euch hören, ich weiß. So, liebe Autos, Eure Glanzzeit ist vorbei. Wir kommen hier ganz dicke mit Bussen. So, okay. Und jetzt legen wir hier quasi unsere Ringlinie drauf. Dazu müssen wir aber natürlich noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar, wir wollen hier den Bahnhof natürlich mit der Haltestelle gruppieren, weil macht ja auch Sinn, ne? So, du gehst jetzt erstmal oben rum und der andere geht dann unten rum. Bin mal gespannt, ob diese Ringlinie so tendenziell überhaupt funktioniert. 11 Fahrzeuge bräuchten wir hier. Und du gehst jetzt hier raus und fährst quasi gegen. So, dann können die Leute nämlich entscheiden, in welche Richtung sie fahren wollen. Ja? Und irgendwann machen wir hier nochmal eine Zentrumslinie durch. Aber das ist auch ein bisschen Zukunftsmusik noch. Ja, jetzt brauchen wir erstmal Straßenfahrzeuge für die Geschichte hier. Schauen wir mal. Die Linie müssen wir natürlich noch benennen. Und zwar, grün ist Kreuz-Ebra Nord. Auch wenn das jetzt totaler Blödsinn ist, die so zu benennen, ich weiß. Aber so kann man sie wenigstens auseinanderhalten. Und das ist Kreuz-Ebra Süd. So, jetzt haben wir die zwei. Jetzt haben wir hier die Straßenfahrzeuge gekauft. Okay,
du gehst jetzt mal nach Kreuz Ebra Nord. Dauert auch ein bisschen, bis die sich einfahren, ist klar. Und du gehst nach Kreuz Ebra Süd. So, und da werden wir jetzt ein bisschen im Auge behalten müssen, wie die Taktzeiten laufen. Denn die werden natürlich noch ansteigen, ist ja klar. Und da müssen wir dann ein bisschen anpassen. Sollte aber jetzt nicht das Problem sein. Ich möchte auf jeden Fall jetzt mal kurz schauen. Hier, ihr seht schon, die fahren nämlich... ich dachte jetzt schon, jetzt kommen neue Busse. Dann wäre das natürlich jetzt ganz blöd. Aber ist nur der TGV gewesen. Und die fahren nämlich jetzt hier rein. Und ihr seht schon, durch diese lange Reinfahrschlaufen, die die hier machen, bleiben die nicht so hier draußen stehen. Die können sich da einfach besser aufteilen. Wie das und ob das funktioniert, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.